Der technische Fortschritt ist nicht nur eine Bedrohung für Datenschutz, sondern kann auch genau helfen, dass die Systeme so gestaltet werden, dass Datenschutz zum Beispiel von Anfang an eingebaut ist und dass der Lebenszyklus auch bei der Entwicklung bis zum Betrieb der Daten, der Systeme mit Datenschutzgarantien gestaltet ist. Das bedeutet bei Überwachung beispielsweise, es ist ja durchaus so, dass der Arbeitgeber bestimmte Berechtigungen hat, zu kontrollieren, was passiert denn in seinem Laden, oder dass auch die Beschäftigten selbst wissen wollen, verhalten sich jetzt alle fair gegenüber einander. Und deswegen stelle ich mir eine ganze Menge vor an technischen Lösungen. Beispielsweise, dass in einem System erstmal ganz viele Daten gar nicht erhoben werden müssen, wenn alles glatt läuft. Aber dass Möglichkeiten bestehen, in einem zum Beispiel Eskalationsprozess im Falle von Verdachtsmomenten mehr zu tun. Und ein Beispiel, was wir heute auch hier gehört haben in einem Vortrag, was ist beispielsweise mit den biometrischen Gesichtserkennungssystemen? Die können sowohl zur Erkennung verwendet werden, als auch zur Identifikation, welche Bereiche man nicht aufzeichnet oder die gleich geblurrt, also unscharf gemacht werden, damit gar nicht erst Unverdächtige auf irgendwelchen Datenspeichern auf längere Zeit zum Beispiel gespeichert werden.